Die Bergers, eine normale Familie. Sie verbrauchen Energie zum Heizen, für Licht- und Waschmaschine, beim Autofahren. Die Energie kommt hauptsächlich von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdöl, Erdgas. Ein Leben mit fossiler Energie war lange Zeit normal, ohne den Schutz der Energieressourcen und die Auswirkungen auf unser Klima zu beachten. Doch eines ist sicher: Energie, wie wir sie heute nutzen, wird das Klima der Welt verändern und in absehbarer Zeit zur Neige gehen. Die negativen Folgen des Klimawandels bekommen wir bereits heute zu spüren. Wenn wir fossile Energie verbrauchen wie bisher, reicht Erdöl vielleicht noch 60 Jahre, Erdgas 100 und Kohle 250 Jahre. Und je knapper die Quellen werden, desto teurer wird die Energie. Auch belastet die Förderung von Öl, Erdgas und Kohle zunehmend die Umwelt. Dafür stehen wir alle in der Verantwortung. Schwierig für die Bergers. Sie brauchen Energie, wollen aber die Umwelt nicht schädigen. Von Bioenergie haben Sie gehört, aber ist sie bezahlbar, umweltschonend und technisch ausgereift? Bioenergie wächst einfach nach. Sie ist ein wichtiger Baustein im nachhaltigen Energiemix. Bioenergie lässt sich weiter ausbauen, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Doch was ist das genau, Bioenergie? Bioenergie zählt wie Sonnenenergie, Wind und Wasserkraft zu den erneuerbaren Energien. Sie wird aus Biomasse gewonnen. Biomasse sind landwirtschaftliche Rohstoffe wie Mais oder organische Reststoffe wie Gülle und in erster Linie Holz. Der Vorteil? Bioenergie ist speicherbar und lässt sich bedarfsgerecht einsetzen. Aus ihr gewinnt man Strom, Wärme und Kraftstoffe. Weil Bioenergie viele Vorzüge hat, fördert der Staat den Ausbau. Schon heute ersetzt sie Öl, Erdgas, fossile Kraftstoffe und Kernenergie. Bioenergie wird aber auch kritisiert. Dabei geht es um Fragen zu Nahrungssicherheit, Regenwaldschutz, Flächenverbrauch, Kosten und Effizienz. Ist die Kritik berechtigt? Ernährung hat stets Vorrang, aber Bioenergie muss auch nicht mit Nahrungsmitteln konkurrieren. Landwirte in Deutschland nutzen 28% der Fläche für Nahrung und auf mehr als die Hälfte bauen sie Futtermittel an. Bioenergie wächst lediglich auf 12%. Weltweit stammt Bioenergie sogar nur von etwa 2% der Ackerfläche. In vielen Ländern gibt es ungenutzte Landwirtschaftsflächen, die für Bioenergie genutzt werden können. Und der Regenwald? Regenwälder fallen in erster Linie der Produktion von Futtermitteln und Lebensmitteln zum Opfer. Bioenergie wird überwiegend aus regional vor Ort erzeugter Biomasse gewonnen. Heimische und importierte Biomassen müssen mittlerweile strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Unabhängige Zertifizierungssysteme und Kontrollen stellen sicher, dass für Biokraftstoffe keine schützenswerten Biotope zerstört werden. Was ist zum Mais zu sagen? Der Maisanbau erfolgt zu 1/3 für Biogas und zu 2/3 für Futtermittel. Dabei belegt Mais für Biogas nur 7% der deutschen Ackerfläche. Der Gesetzgeber hat den Einsatz von Mais in Biogasanlagen begrenzt. So dürfen in Biogasanlagen Mais oder Getreidekorn nur noch anteilig bis zu 60% verwendet werden und sollen in neuen Anlagen ab 2015 nicht mehr gesondert gefördert werden. Vermehrt kommen jetzt Reststoffe wie Gülle zum Einsatz. Alternative Energiepflanzen werden erprobt und erforscht. Und wie steht es mit der Wirtschaftlichkeit der Bioenergie? Bioenergie ist effizient und kostengünstig, sie ist wettbewerbsfähig. Außerdem unterstützt sie regionale Wirtschaftskreisläufe, das wertet die Region auf. Bioenergie hat viele Vorteile für Verbraucher und Wirtschaft, für Umwelt und Klima. Durch die Nutzung von Bioenergie werden in Deutschland über 65 Millionen Tonnen CO2 eingespart. So viel wie durch Windenergie, Solarenergie und durch Wasserkraft zusammen. EU-Regelungen schreiben vor, dass Biokraftstoffe gegenüber Benzin- und Dieselkraftstoffen Treibhausgase einsparen müssen, mindestens 35% weniger. Analysen zeigen auf, dass die Anbaufläche für Bioenergie vergrößerbar ist, ohne die Nahrungsmittelversorgung zu gefährden. Heimische Bioenergie aus Energiepflanzen, Energieholz, Koppelprodukten und Reststoffen kann künftig etwa 1/4 unseres Energiebedarfs decken. Neben den anderen erneuerbaren Energien ist Bioenergie ein wichtiger Pfeiler der Energiewende. Für eine nachhaltige Energieversorgung ist Bioenergie heute und in Zukunft ein wichtiger Baustein mit erheblichem Potenzial. Diese Chance muss genutzt werden. Bioenergie macht uns unabhängiger von fossilen Energieträgern und kann bedarfsgerecht eingesetzt werden. Sie dient dem Schutz des Klimas und schafft Arbeitsplätze und Werte in der Region. Wir brauchen sie für die Energiewende. Nun, Familie Berger,
Energie nutzen, im Einklang mit der Natur leben und sie für folgende Generationen lebenswert erhalten. Das geht mit nachhaltig erzeugter Bioenergie, erneuerbarer Wärme, Strom und Kraftstoffen. Denken Sie darüber nach. Neugierig geworden? Informieren Sie sich hier.